Anna? Anna, bist du hier? Anton? Ja, hier bin ich, Anna. Wie gefalle ich dir mit Schleier? Tutschig, was? Umwerfend. Aber warum wolltest du mich eigentlich hier in der Kirche treffen? Ich wollte einfach nur mit dir alleine sein. In der Mühle ist Rüdiger immer dabei. Ich habe dir nämlich ein Gedicht geschrieben. Und Rüdiger lacht bestimmt. Und hier ist so schön. So mit Hall. Aber eigentlich dachte ich immer, Vampire betreten keine Kirchen. Wenn sie entweiht sind, schon. Oder siehst du hier irgendwo ein Kreuz? Nö. Aber sagst du jetzt dein Gedicht? Jetzt traue ich mich nicht mehr. Ach Quatsch, das ist doch bestimmt super Spitzenklasse. Setz dich dahin. Komm, wir fliegen weg. Wir hocken im Schlamm und baden im Dreck. Komm, wir fliegen weg. Komm, wir hauen ab. Wir genießen den Mond und kuscheln im Grab. Komm, wir hauen ab. Komm, wir wollen lieben, drum bleib bei mir und werde Vampir. Sehr witzig, Rüdiger. Ich fand dein Gedicht super. Erste Spitzenklasse. Immer macht Rüdiger mir die feierliche Stimmung kaputt. Es ist gar kein bisschen romantisch. Wer meinst du nicht böse? Was meinst du, wie sauer ich werden kann? Ich bin gar nicht so lieb und nett, wie ihr alle denkt. Im Grunde bin ich nämlich auch ein ganz garstiger Vampir. Na klar. Wenn mich einer ärgert, dann kann ich dem nämlich auch völlig die Hölle heiß machen. Und dichten kannst du auch super. Ach, Anton, wie wäre das schön, wenn du auch ein Vampir wärst. Aber ich möchte erst mal erwachsen werden. Ewig Kind zu sein, das ist schrecklich. Aber gerade jetzt passt mir das so gut zusammen. Anna! Versteck dich!
Herr Stöbermann. Was hast du bitte schön bei Nacht und Nebel hier in der Kirche zu suchen, hä? Ich... Ja, du! Ich hab mich gefürchtet. Wovor denn? Vor dem bösen Wolf, hä? Nein, vor einem schwarzen Mann. Er sah aus wie ein Vampir. Er kam direkt auf mich zu. Im Ernst? Na klar! Dann bin ich in die Kirche geflüchtet. Und jetzt? Jetzt traue ich mich nicht mehr nach Hause. Kann ich gut verstehen. Komm, ich begleite dich. Und du? Du erzählst mir alles noch mal ganz genau, ja? Hat er noch so schrecklich gegrinst mit seinen langen, spitzen Eckzähnen. Aha. Hatte er einen Hut auf? Nee, er hatte so angeklatschte Haare, so bis hier. Sah irgendwie altmodisch aus. Sehr schön beobachtet. Hatte er spitze Ohren? Nee, habe ich nicht gesehen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich in der Kirche zu verstecken? Na, weil Vampire gehen da doch nicht rein. Wegen den Kreuzen und so. Sehr schön mitgedacht. Ausgezeichnet. Aus dir kann noch was werden, mein Junge. Anton Bohn, Anton Sack, Anton Quick, Anton Quack. Hast du mein Gedicht reingequatscht? Das war ekelhaft. Anton Süß, Anton Fein und das kleine Annalein. Du bist ja bloß neidisch, dass Anton und ich uns so gut verstehen. Püh, drauf gepfiffen! Ihr versteht nämlich keinen Spaß. Pff, gespuckt. Ich hab keinen Bock mehr zu zweit in einem Sarg. Nur damit du mit Anton nächtelang rumturteln kannst und ich mich langweile, bis ich grün werde. Pfui Teufel, du denkst immer nur an dich. Du fliegst jetzt sofort zurück in die Gruft. Du denkst doch wohl nicht, dass ich meinen Geburtstag morgen Abend in der Gruft verbringe und nicht bei Anton. Das denkst du doch wohl nicht, du Oberclown. Denk dir lieber eine hübsche Überraschung für mich aus, anstatt hier rumzumeckern. Eine Zahnbürste vielleicht? Du musst dir wirklich was einfallen lassen, damit ich dich wieder mag. Ich würde deinen Freund ja wirklich schrecklich gern mal kennenlernen, im Ernst. Wir machen ein Mitternachtspicknick. Und er weißt du, mit seinen Vampirzähnen die Büchsen auf. Mein bester Freund ist nun mal ein Vampir. Ich kann's doch auch nicht ändern. Klar, meine Oma ist ein Werwolf. Ihr seid bescheuert! Da draußen, da schlägt ein Vampir rum.
Wunderbar, er soll hereinkommen. Heute sind alle Vampire herzlich eingeladen. Versteht ihr mich nicht? Ich hatte den totalen Horror. Ich kenne den Vampir nicht und er war wirklich echt. Vampire beißen sich nicht untereinander. Aber ich bin doch gar kein Vampir. Noch nicht. Leider. Er sah genauso aus wie der schwarze Vampir, den ich Stöbermann beschrieben habe. Reg dich ab. Im Umkreis von 1000 Kilometern gibt es gar keine anderen Vampire als die Schlottersteins. Und die treiben sich sonst wo rum. Hier jedenfalls nicht. Was hast denn du da unterm Arm? Hm? Oh. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich finde es toll, dass du ein Vampir... Also, ich finde es toll, dass du ein Vampir bist. Das hätten wir uns ja nie kennengelernt. Jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Für deinen Sarg. Hoffentlich gefällt's dir. Und so schön eingepackt. Das ist das schönste Geschenk, das ich in den letzten 150 Jahren bekommen habe. Na gut, kann ich mir ja mein Geschenk sparen. Ach, bist du verrückt? Ich platze vor Spannung. Du wirst dich noch wundern. Hier, mit den bissigsten und blutigsten Wünschen für die Zukunft. Du bist der großzügigste Vampir, den ich kenne. So ein irres Buch und das gehört jetzt mir? Wahnsinn. So, interessant. Mein... Ich bin euch beiden tödlich dankbar. Ist der Tag, an dem du Geburtstag hast, eigentlich der Tag, an dem du geboren bist? Oder der Tag, an dem du Vampir geworden bist? An dem ich geboren wurde. Den Tag, an dem ich gebissen worden bin, den fahre ich extra. Mit dem Bubble-Spappel-Pudding für das Geburtstagskind. Nein, aber meinen herzlichen Glückwunsch, meine kleine Ratte. Deine Mutter kommt nachher. Ein entzückendes Nest habt ihr hier. Ach, und so schön muffig und miefig. Ach, endlich mal ein Ort, wo man Urlaub machen kann. Ach, ich liebe es, Landmenschen zu beißen. Ach, und tanzen können die Jungs hier auf dem Dorf. Fabelhaft. Ach, das erinnert mich immer an meinen seligen Theodor. Der hat so gerne beim Tango gebissen. Hier riecht es ja so komisch. Ich rieche nichts. Wonach denn? Ich rieche Mensch. Menschenfleisch. Ah, ich bekomme Appetit. Es riecht bestimmt auch nach dem Müller, den hier vor kurzem umgemahlen hat. Ach so. Oh. Und ich dachte schon, ihr habt mir einen netten, kleinen, ländlichen Geburtstagsimbiss versteckt. Oh. Wollen wir nicht schnell den Pudding alle machen? Nein! Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch! Los, wir machen noch einen kleinen Spaziergang. Haltet ihr die Luft an und zählt ganz langsam bis 13. Leuchtet um!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Papa! Papa, Papa, das ist die allerschönste Geburtstagsüberraschung, die es gibt. Mein kleines Vampirmädchen, was bist du so hübsch und so garstig geworden? Herzlichen Glückwunsch. Du darfst nie, nie, nie wieder so lange wegbleiben, ja? Aber Anna, Kind, ich war doch nur bei Dracula in Transsilvanien. Einer muss sich ja um die Angelegenheiten der Vampire kümmern, hm? Es kam mir vor, als wärst du 100 Jahre weg gewesen. Ach, das kam dir doch nur so vor. Jetzt bin ich wieder da. Und es gibt eine Menge Grund zu feiern. Ein Haus, Lumber, Geld, alle Achtung! Jetzt spiele ich was für dich, Söhnchen. Abendbrot an einem festlichen Tag. Der Mann ist stramm und gesund, an dem stimmt jedes Pfund. Beiß ihn, Tante Dorothee, beiß ihn! Nein, Tante Dorothee, er ist Vampirjäger. Vielleicht stellt er sich nur schlafend. Oh, Hellkreuzdonnerwetter, der Mann stinkt nach Knoblauch. Pfui Teufel, mir wird übel. Wollen wir in der Mühle einen Teller Blutpudding essen? Eine hervorragende Idee. Geht's wieder, Tante Dorothee? Ah, alles klar. Lass mich doch von dieser Knollnase nicht umpusten. Oh. Naja. Knoblauch, ekelhaft. Auf, kommt zur Mühle. Aha. Sind Sie okay? Ja, natürlich. Ich bin völlig in Ordnung. Mir war nur ein bisschen schlecht. Sie waren ohnmächtig.
Hör mal zu, mein Junge. Es wird jetzt ziemlich ernst. Den schwarzen Vampir gibt's tatsächlich, er war hier. Hat er, ich meine, hat er Sie gebissen? Ich bin doch Vampirjäger. Ich kenne mich aus, ich lass mich nicht beißen. Sie haben noch eine dolle Knoblauchfahne. Gut beobachtet. Nee, gerochen. Anton, du gefällst mir. Ich finde, wir sollten zusammenarbeiten. Wobei denn? Ich jage den schwarzen Vampir und du bist mein Assistent. Einverstanden? Ich weiß nicht. Anton, es kommt ein hartes und verdammt schwieriges Stück Arbeit auf uns zu. Du hast doch keine Angst. Ha? Prima. Ich habe eine Menge Erfahrung und du bist ein cleveres Bürschchen. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Hm? Ja, hallo. Herzlichen Glückwunsch, meine süße kleine Vampirmaus. Alles Gute für die nächsten 1000 Jahre. Und zu Hause, da habe ich noch eine ganz große Überraschung. Es tut mir leid, dass ich so spät gekommen bin, weißt du. Aber die Oma hat mal wieder ihr Gebiss verschüttet. Und ich muss dir suchen. Und der Opa hat so sehr ein Kreuz. Du sollst nicht böse sein, dass sie nicht mitgekommen sind. Oh, Quatsch, ich bin doch nicht böse. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Ich werde die nächsten Nächte wohl fasten müssen. Das sagt sie schon seit 120 Jahren. So ein irres Vampir-Essen hat mich schon lange nicht mehr. Danke, Tante Dorothy. Oh, ich glaube, ich platze. Meine kleine Ratte. Wie lange wollt ihr noch hier bleiben? Auch mal sehen. Vielleicht 10 Tage. Was denn? Länger nicht? Ja, wusste dann den ganzen Aufstand. Also ich finde, es reicht. Die Erholung beginnt erst nach 2 Jahren, habe ich gehört. Das stimmt. Ich war nur 2 Wochen weg. Das ist viel zu kurz. Nein, das war viel zu lang. Ich habe dich verflucht vermisst. Ohne dich bin ich wie ein Vampir ohne Zähne. Oh. Ach, du liebes Bisschen, was soll ich denn da sagen? Ich bin schon seit Urzeiten ohne meinen armen, lieben Theodor. Mir geht es glänzend. Ich kann sehr gut verstehen, was Mama meint. Warte, Dorothee. Ich fliege heute Nacht noch zurück in die Gruft. Ich auch. Kein Wort von dem, was wir beide erlebt haben. Wir sind jetzt Verbündete, du und ich. Aye, aye, Sir. Da kommen ja unsere Vampirjäger. Guten Abend, Herr Stöbermann. Guten Abend. Ich bin kaputt, ich geh ins Bett. Ja, okay. Ja, los. Mach mal. Guten Nacht. Mach Licht aus. Guten Nacht. Guten Nacht. Ja, dann mach ich mal noch eine Flasche auf. Ne? Ist nett, dass Sie noch mal gekommen sind, Herr Stöbermann. Setzen Sie sich, trinken Sie einen Schluck mit uns, hm? Aber nur einen ganz kleinen. Na, Herr Stöbermann, hat Anton seine neuesten Vampirgeschichten zum Besten gegeben? Teilweise. Ja, ja, teilweise. Ein bisschen. Der Junge hat eine rege Fantasie. Aber mit seinen Vampiren übertreibt das ein bisschen. Jetzt bildet er sich sogar schon ein, dass es Vampire wirklich gibt. Ach, lassen Sie mal. Auf dem Lande glauben die Leute so manche Spukgeschichte. Danke. Also wenn jetzt auch schon die Erwachsenen im Vampirfieber verfallen, das finde ich reichlich einmal. Sehen Sie nur diese wundervollen, riesigen Fledermäuse. Die scheint es wirklich nur in dieser Gegend zu geben. Anton würde Stein und Bein behaupten, dass das Vampire sind. Aber das... Gottes Willen, der Stöbermann! Was ist denn passiert? Er ist ohnmächtig. Und wenn der Mond am Himmel steht,
kaum ein Mensch hat ihn